Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich mag zugeben, dass ich gewisse Schwierigkeiten hatte, als ich das Thema der Aktuellen Stunde sah, mich diesem mit einem Landesbezug zu nähern. Das hat übrigens nichts damit zu tun, dass wir Bündnisgrüne keine Vorstellung davon hätten, was wir möglicherweise unter einem tatsächlichen Politikwechsel verstehen. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass wir nicht einschätzen könnten, welche politischen Weichenstellungen auf Bundesebene vorzunehmen sind, damit sie auch diesem Bundesland nutzen. Aber wie bitte? Das Wahlenwahn haben wir mitgekriegt. Welches Ergebnis herausgekommen sind, Herr Renz, haben wir auch mitgekriegt. Und welche Konstellationen sich daraus ergeben, da können wir gerne hier darüber diskutieren. Aber ich will anmerken, wir werden es hier alles andere als entscheiden. Und deshalb genau vor diesem Hintergrund möchte ich auch hier zum Ausdruck geben, dass ich einen Eindruck habe, und das hat weniger mit Eheberatungsstelle zu tun, was ja schon hier mehrfach vorgetragen worden ist, sondern eher mit Brautschau, dass die Aktuelle Stunde, die Einschätzung habe ich, Herr Holter, hier eher genutzt wird, um nochmal die Frage Rot-Rot-Grün auf die Agenda zu heben. Aber nehmen Sie zur Kenntnis, im Augenblick spielt, wie sagt man das so schön, die Musik woanders. Die Musik spielt in Berlin und nicht in Schwerin, denn in der Bundeshauptstadt werden die Sondierungsgespräche geführt. Und die Musik spielt auch eher bei CDU und SPD, die Sondierungsgespräche führen. Und dann irgendwann mal, das sage ich hier von dieser Stelle persönlich sehr bewusst, in zweiter Linie zwischen CDU und Grünen, die ja diese Woche bekanntlich ebenfalls erste Sondierungsgespräche führen. Wir werden da kaum Einfluss darauf nehmen. Und ich will zumindest anmerken, trotz aller Skepsis, die ja von mir und von meinen Parteikolleginnen und Kollegen immer wieder vorgetragen wird, dass meine Partei auf Bundesebene der Einladung der CDU-CSU folgt und eben ein Sondierungsgespräch führt. Das halte ich im besten demokratischen Sinne für richtig und angemessen. Dass daraus eine gemeinsame Regierung mit einem gemeinsam getragenen Regierungsprogramm entsteht, dazu in der Tat fehlt mir im Augenblick jegliche Fantasie. Und ich will diese Vorlage der Fraktion Die Linke einmal nutzen, zu begründen, warum das so ist. Ich kann beileibe nicht erkennen, dass sich CDU und Grüne so weit annähern könnten, als dass daraus Grundlagen für eine echte, von beiden Seiten getragene Energiewende entstehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die CDU eine Klimaschutzpolitik mitträgt, die Bündnisgrüne Handschrift trägt und der drohenden Klimakatastrophe mit großer, lieber Vincent Kuckert, ich komme ja gleich noch drauf, welche Perspektiven ich da sehe, aber die drohenden Klimakatastrophen mit großer Entschiedenheit und auch unbequemen Maßnahmen und möglicherweise auch teuren Maßnahmen entgegentritt. Aber eben dies sind für uns elementare politische Inhalte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass unsere Vorstellungen einer verantwortlichen und wegweisenden Sozialpolitik mit einem Betreuungsgeld zusammenpassen. Zu unseren sozialpolitischen Vorstellungen auch auf Landesebene passt dies wie der Herd zur Prämie, nämlich gar nicht. Und ich halte es für unvorstellbar, so wie es der bayerische Ministerpräsident fordert, auf bundesdeutschen Straßen und damit auch auf Straßen in Mecklenburg-Vorpommern eine Maut für Ausländer einzuführen, ganz abgesehen davon, dass dies rechtlich gar nicht umsetzbar ist. Ich kann und will mir nicht vorstellen, dass wir uns auf eine Verkehrspolitik einlassen, die der Straße nach wie vor den Vorrang vor der Schiene einräumt. Gerade für uns in Mecklenburg-Vorpommern, wir kennen doch die aktuellen Diskussionen, wäre aber wichtig, dass wir dem Sterben der Schiene entschieden entgegentreten und dass wir dies nur mit Bundeshilfe tun können, ist, glaube ich, auch sehr klar. Und mir ist völlig unklar, wie Integrations- und migrationspolitischen Vorstellungen von CDU und Grünen zusammenpassen sollten. Mir fehlt jegliche Fantasie, mir vorzustellen, wie Schwarz und Grün ihre völlig unterschiedlichen gleichstellungspolitischen Vorstellungen zusammenbringen wollen. Insofern, sehr geehrte Damen und Herren, mache ich kein Hehl daraus, dass ich der Auffassung bin, die Zeit für Schwarz-Grün auf Bundesebene ist, jetzt unterstreiche ich das, noch nicht gekommen. Das mag sich in den nächsten Jahren, vielleicht sogar in den nächsten Monaten, in dem einen oder anderen Bundesland ändern, genau wie auch rot-rot-grüne Bündnisse in den nächsten Jahren auf Landesebene und dann möglicherweise irgendwann mal auf Bundesebene kein Tabu mehr sein werden. Aber die wesentlichen Voraussetzungen muss sein, dass es inhaltlich politisch zusammenpasst
und das Vertrauen in und für ein gemeinsames Regierungshandeln gegeben ist. Und da kommt es auf die handelnden Personen an. Ich sage hier auch meinen persönlichen Eindruck, dieses Vertrauen und diese Vorbereitung, diese notwendigen Vorbereitungen sind zumindest zwischen Schwarz und Grün im Augenblick aktuell nicht gegeben. Ihr habt das offensichtlich, lieber Vincent Kokation, jahrelang vorbereitet. Da wundert mich aber so manche Aussage im Wahlkampf. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von den Linken, man könnte zu dem Schluss kommen, wenn das alles nicht passt, wenn das alles nicht zusammengeht, dann liegt doch nahe, dem Ruf der Linken zu folgen und einmal rot-rot-grün zu sondieren. Und hier in Mecklenburg-Vorpommern müsste man Druck machen, dass man im Interesse des Landes Initiativen für rot-rot-grün ergreift. Es gibt viele Gründe, dies nicht zu tun. Ich will aber drei zentrale nennen, von denen ich glaube, dass sie sehr stichhaltig sind. Erstens, ich finde, dass man nach einer Wahl das tun sollte, was man vor einer Wahl gesagt hat. Und bekanntlich wurde vor der Bundestagswahl Rot-Rot-Grün vor allem von der SPD ausgeschlossen. Ich finde richtig, dass die SPD dort bei dieser Position bleibt. Alles andere wäre für den Wähler nicht zu verstehen. Ich bitte Sie darum, genau dies schlicht und ergreifend zur Kenntnis zu nehmen. Und die letzte Anmerkung. Wir Bündnisgrüne haben keines unserer Wahlziele erreicht, auch nicht annähernd. Ich finde, das kann man auch so interpretieren, dass die Wählerinnen und Wähler uns in dieser Legislaturperiode die Oppositionsrolle zugedacht haben und dass wir diese selbstverständlich annehmen sollten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.